So, dann wollen wir mal. Genug Weltraumdreck da draußen, der aufgeräumt werden muss. 7 Bastarde sind es heute. Alles klar, ich bin auf dem Weg. Nächster Boss, Shadow. Lange nicht gesehen, mein Freund. Heute bist du dran. Hei, kurz vor der Zerstörung. Ich bin kurz vor der Zerstörung. Hilfe! Nein! Nein! Ground Control, hier ist Telespiel-Tobi. Telespiel-Tobi, hört ihr mich? Ich befinde mich noch im Hyperspace, im Anflug auf Quadranten 1. Roger. Verlasse Hyperspace in 5, 4, 3, 2, 1. Im Quadranten gelandet. Erste Feindsichtung. Erledigt. Sie kommen in größeren Wellen. Ersten Schaden erreicht. Asteroidengürtel voraus. Ich schieße durch den ersten, durch den zweiten Asteroidengürtel. Sie verstecken sich. Erster Transporter gesichtet. Und erledigt. Supply Crate gesichtet. Bereit zur Aufnahme. Schaden. Energie wiederhergestellt. Homing Missiles aufgenommen. Die werden uns einen Vorteil besorgen. Rhee, ich werde dich rächen. Mit den Homing Missiles kann nichts mehr schief gehen. Energie aufgesammelt. Neue Welle direkt eliminiert. Weitere Welle direkt eliminiert. Sie kommen von hinten. Wow! Ersten Minen gesichtet. Sie versuchen abzulenken. Die Homing Missiles fokussieren sich auf die Minen. Und die Insane Brothers gesichtet. Basis. Ich brauche Unterstützung. Unterstützung. Black Paradox angefordert. Homing Missiles tun ihren Zweck. Treffer aus dem Bullet Hell. Kamikaze-Angriff vom Gegner. Und erledigt. Rhee, das war für dich. 2 Supply Crates, Stacheldraht und Angriff plus 20. Angriff gewählt. Im Hyperspace, Anflug zum zweiten Quadranten. Basis, wer ist dort anzutreffen? Space Cowboy. Shadow der Space Cowboy. Okay, danke. Erste Welle gesichtet und eliminiert. Weiterhin primär mit den Raketenwerfern, mit den Homing Missiles unterwegs. Energie aufgesammelt. Sie kommen in großen Wellen und größere Schiffe. Die sind stärker. Supply Crate gesichtet, Supply Crate gesichtet. Versuche es aufzunehmen. Flammenwerfer. Tausche Standardangriff gegen Flammenwerfer. Flammenwerfer gegen große Geschütze nicht hilfreich. Wechsel wieder zu Raketenwerfer. Viele Gegner. Alle erledigt. Und sie kommen wieder mit Minen. Raketenwerfer ist sehr abgelenkt von den Minen. Wechsel zu Flammenwerfer. Flammenwerfer sehr effizient. Reporte, Flammenwerfer sehr effizient gegen Minen. Shadow gesichtet, Space Cowboy voraus. Nur noch 40% Energie. Versuche Nahangriff mit Flammenwerfer. Space Cowboy
verzerrt Time and Space. Black Paradox aktiviert. Auch er macht Kamikaze-Angriffe direkt auf mich und hat selbst Homing Missiles. Versuche ihn mit Homing Missiles. Nur noch 2 Balken Energie. Ich brauche Verstärkung. Attic Blashers, Ground Control. Ich brauche Verstärkung. Ich rufe Attic Blashers. Okay, Attic. Alles gut. Habe Space Cowboy erledigt. Neues Upgrade. Tempo oder Credit. Credits. Es geht um Credits farmen. Energie wieder komplett aufgeladen. Bin im Hyperspace. Anflug auf Quadranten 3. Quadrant 3 erreicht. Erste Gegnerwelle gesichtet. Sie sind stärker. Sie sind gepanzert. Raketenwerfer erfüllt seinen Zweck. Wechsle nicht auf Flammenwerfer. Weitere Minen gesichtet. Sehr großes Minenfeldausblick vom Gegner. Großen Transporter gesichtet. Energie erst aufgenommen. Er hat eine Welle aktiviert. Angriffswelle aktiviert. Ausgewichen. 60% Energie. Railgun. Railgun getauscht. Gegen Flammenwerfer. Flammenwerfer nicht mehr verfügbar. Wechsel wieder auf Raketenwerfer. Großer Angriff, großer Schaden. Wow! Ich brauche Unterstützung. 2 Energie. Attic Blashers Bodenunterstützung. Ich brauche Unterstützung vom Boden. Ich halte nicht mehr lang durch. Ah!